Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Deus Ex Human Revolution. Da sind wir jetzt letztes Mal stehen geblieben. Ich habe, nachdem ich mich quasi von euch verabschiedet habe, habe ich noch eine Sicherung angelegt, nämlich den Spielstand mit der Nummer 11 habe ich gesichert. Ja, hier darf man nicht rausgucken. Was war denn das jetzt da? Ich starte mal neu, ich lade das, weil mir geht sonst die Munition aus. Spielstand 11 war der Spielstand, den ich das letzte Mal halt abgespeichert habe. Hier darf man nicht stehend rausgucken, die Wachen können einen dann von draußen halt tatsächlich erblicken und lösen Alarm aus, beziehungsweise werden misstrauisch und dann wird das Ganze etwas schwerer. Jo. Ist schon ziemlich interessant, die ganze Geschichte. So, jetzt erwischen wir mal die richtige Taste. Wir haben da draußen schwer bewaffnete Einheiten, die auch gute Panzerung haben, wie man sieht. Also da mit denen ins offene Gefecht zu laufen, ist glaube ich eine schlechte Idee. Aber eine Option wäre es allemal. Ob die gut ausgeht oder eine gute Option ist, das ist halt dann... muss ich das selbst beurteilen. So, da. Jetzt sind wir da heraus. Ah ja. Ich habe ja gestern da schon mir ein Feuergefecht geliefert. Ja, und so wie ich gesagt habe, es geht halt nicht immer gut aus. Also, ihr kennt jetzt da aber wenigstens irgendeinen dicken Credit-Chip. Einen dicken Credit-Chip für mich platzieren. Und Wasser haben wir ebenfalls hier. Nicht umdrehen, weiterlaufen, nicht ablenken lassen. So, jetzt muss ich natürlich warten, der traut sich glaube ich jeden. Das war glaube ich gestern der einzige, den ich tatsächlich ausknocken darf. Naja, ich habe noch 17 Elektroschockpfeile, wie ich gestern mitbekommen habe, wie die unnötigen Parts aufgenommen habe, dass die schneller verbraucht sind, als was man gucken kann. So, 25 Credits. Ich habe so gestern alle weggemacht. Nur halt mit dem Problem, dass das wirklich unheimlich viel Munition benötigt. So, da was wir jetzt auf alle Fälle machen werden, ist hier mal so einen Schokoriegel benutzen, damit die zweite Batterie wieder aufgeladen wird. Die Frage ist natürlich, wie komme ich da jetzt am besten rein? Credit Chip, was haben wir da? Typhoon Munition.
So, wo läufst du hin, mein kleiner Freund? Bleibst du ernsthaft jetzt hinter dem LKW da stehen? Da hinten muss ich auf alle Fälle hin. Okay, der läuft wieder zurück. Ich werde hier mal kurzerhand auf Spielstand 1 oder 2 abspeichern. Ne, auf 2. Dass wir den wieder hochholen, den Spielstand. Und mal versuchen, ob ich da nicht auf die Container drauf springen kann. Und dann von den Container über den Zaun, den man da hinten sieht. Wie gesagt, ich war zwar gestern schon hier, allerdings ja, ist ja scheißegal. Sich Kontakt oder nicht. Das war natürlich jetzt ober mega schlau. Ja, nichtsdestotrotz, wir werden das. Hallo? Wenn sich hier jemand versteckt, sollte er jetzt lieber rauskommen. So kann man das natürlich auch machen. Dann Spielstand laden. Spielstand Nummer 2. So. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, wo die Tür war, wo ich gestern rein musste. Und ich will nicht wieder den kompletten Haufen hier abziehen. Das ist natürlich auch wieder super. Ja, hol dann. Komm her, mach dich alle. Na komm, noch 5 Meter weiter. Er könnte da drüben sein. Er könnte. Wir werden da ganz einfach mal drauf gucken. Da haben wir 7, 9, 8, 4. Jetzt ist er gewarnt. Da muss man natürlich aufpassen, wenn er gewarnt ist. Die sind am gefährlichsten, wenn sie gewarnt sind. Ja? Ich habe das vielleicht jetzt nicht gewusst, aber es ist tatsächlich so. So, die Leiter klettern wir jetzt hoch und wie gesagt, gestern habe ich da draußen alles umgenietet, was noch irgendwie zum Umnieten war. Ich habe dann noch genau, ich glaube, 6 Schuss gehabt für die Elektroschockpistole. Und ja, das war zwar recht angenehm, weil man nachher wirklich das komplette Gebiet hier durchsuchen kann. Und man findet da ja wirklich jede Menge Scheiß in diesem Gebiet. Allerdings waren mir jetzt die Elektroschockpfeile wesentlich wichtiger. Warum sind die hier jetzt schon wieder alarmiert? Wer hat mit denen schon wieder Scheiße gebaut? Nee, wir drücken das, damit es schnell geht. Sportlich, elegant. Gut, da liegt wieder nichts.
Machen wir mal da auf und bewegen unseren Kadaver hier rein. Und wieder mal keine Leute getötet. So. Und hier war ich überhaupt noch nicht. Ja, da bin ich unten gelaufen gestern. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Ich glaube, der gegenüber, die probiert einmal mit dem Cursor zu markieren, der da ist nämlich, glaube ich, ein Scharfschütze. Irgendwo läuft hier nämlich ein Scharfschütze rum, oder zumindest war das gestern so. Und eine Kamera gibt es, glaube ich, auch, aber die ist weiter unten. Die Messer da unten irgendwo aufgehängt sein. Da ist sie. Genau. Naja. Da liegt was. Ich finde es echt praktisch, dass das so leuchtet. Ein Credit Chip mit 50 dicken, fetten Credits. PEPS Energy Pack. Wofür ist es bitte? Naja. Gibt es irgendwas, was wir wegwerfen könnten, rein terroristisch? Aber es ist alles so wichtig, dass ich schon fast der Meinung bin, man darf da überhaupt nichts wegwerfen. Könnte natürlich jetzt noch eine Inventarerweiterung dazu kaufen. Was kostet das? Das ist doch dieser Arm da unten. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt die zweite. So, was haben wir hier für einen Rückstoß? Nehmen wir das ganz einfach. Jetzt, wir haben ja noch, jetzt immer noch drei. Dann können wir das auch mitnehmen. Ich weiß nämlich nicht, wofür das ist. Aber so, da haben wir das. Untersuchen. Ein militärtaugliches Zweikammern-Binärmagazin mit Flüssigkeitsmatrix und einer Kühlkammer mit flüssigem Stickstoff. Ausschließlich geeignet als Munition in dem Pulsenergieprojektionssystem PEPS. Okay, gut. Das ist, also wir haben einmal ein Magazin von irgendwas gefunden. Und das wird wahrscheinlich so richtig toll sein. Okay. Was haben wir hier? Eine hässliche Tür. Eine Wand. Ich will mich ja nicht beschweren, aber bin mir sicher, da ist was Schönes dahinter, oder? Da ist sicher was dahinter. Okay. Ich glaube, wenn ich in die Hocke gehe, mache ich natürlich wesentlich weniger Lärm. Das wäre zumindest sinnvoll. Ja, und mit solchen Aktionen braucht man nicht versuchen, dann beim Gehen weniger Lärm zu machen, wenn man solche Blechcontainer einfach dann irgendwo hinknallt, wo es jeder hören kann. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Da war ich gestern auch schon mal.
Aber warum ist die Tür offen, ne? Das war gestern nicht so. Ich möchte mich ja nicht beschweren. Die Tür musste ich gestern selbst öffnen. Ich spinne jetzt. Ich frage mich nämlich gerade, wo kommt dieser beschissene. Gegner her, der jetzt laut Radar direkt vor mir steht. Auf alle Fälle hier oben haben wir ein Lüftungsgitter. So, zwei volle Batterien, das heißt, wir könnten den im Nahkampf dann ausschalten. Leise bitte, sonst fällst du andere herumlungern, die das nicht hören. Danke. Ja, barmherzige Seele sind wir alle. Standardgewehr wie kein Schwein. Und wir möchten schon was Standard ist. Betäubungspfeile. Was haben wir hier? Zeitung. Ah, ich glaube, das haben wir ja auch schon gelesen. So, da hinten liegt noch was. Was haben wir da? Ein Noob-Virus. Da haben wir einen Sicherheitshub. Sicherheitshub ist immer. Was war denn das? Neuro. Ach Gott, ich hab das vergessen. Ist natürlich doof. Vektor. Neuro. So. Ist natürlich jetzt wieder so eine Geschichte, wo jetzt dieser doofe. Dann machen wir Detroit. E-Books. Wo ist diese doofe E-Mail von Sanders? Also dieses E-Book. Da mal ein PDA. So, ich gehe mal da raus. So einfach raus. Dann hebe ich das hässliche Ding hier auf. Gehe da wieder rein. Thank you.
So. Müssen wir den Ort wechseln. E-Mail. Das war kein E-Mail, das war PDA. Das sind komplett andere PDAs. Leute, Leute, helft mir mal. Wo ist dieser PDA gespeichert? E-Mail, 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 PDA. Sicherheitsschlosscode. Zugang zur Leichenhalle. Da sind wir schon viel weiter hinten. Ne, ist doch eigentlich eh auch scheißegal. Spackst du. Was war denn das? Neural. Passwort ist neural. Habt da oben steht's doch. Meine Güte. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt wieder schreiend vor dem Monitor gesessen haben, aber. Ach Gott, ja. Ich will nicht hacken. Ich sag, ich will nicht hacken. Tastatur, da ist sie ja. Neu. Neu. Hab. Zugriff gewährt. So. Erste Kamera. Deaktivieren. Zweite Kamera. Deaktiviert. Dritte Kamera. Vierte Kamera. Auf den Rest habe ich leider keinen Zugriff. Jetzt tut mir jetzt leid, dass das so lange dauert hat, Leute. Da haben wir noch einen Credit Chip mit 80 Mickey Mouse Credits. Alles klar. Da haben wir Laserschranken. Und da oben ist gestern nämlich ein Scharfschütze herumgeeiert. Und wo ist der heute? So, und da ist der zweite Eierbär. 1, 2, 3. Und der Scharfschütze da oben ist anscheinend nicht mehr hier. Der hat oben nämlich mit einem Laservisier, Laserpointer. Ah, da ist er. Genau, jetzt sucht er, genau, da ist er ja wieder. Er hat nur ein bisschen Verspätung gehabt. Also keine Panik, Leute. Komm, 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 weg hier. Na, geht doch, Revolvermunition braucht zwar kein Schwein, nehmen wir trotzdem mit. So, und wie läuft der Freund, der?
so da. Wo ist die Map? Hier ist die Map. Da war doch irgendwo eine Tür. Oder bin ich? Ach, bin vorbeigelaufen. Idiotisch. Weggucken. Hatschi. So, steck die Knarre weg, mein Freund. Hier wäre ich richtig gewesen. Okay, was haben wir da? Präzisionsrevolver. Ja. So, und hier haben wir wieder einen Kanal, also einen Lüftungsschacht gefunden, aber den schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Wie gesagt, wir speichern wieder. 11 war der letzte Speicherstand, den wir gespeichert haben, aber das überschreiben wir heute den 12er. So, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben, das dauert 2 Sekunden. Das tut keinem weh. Oder ihr abonniert vielleicht sogar meinen Kanal, um die kommenden Videos von mir nicht zu verpassen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!